So, das müsste reichen. Aber wie mache ich das Licht an? Scheiße, ich glaube, hier hoch geht's ja auch noch. Aha, Moment, Moment, Moment. Hier macht man... Boah, Alter. Machen die hier voll noch so einen kleinen Scheiß in den Boden, dass man da durchfällt. Meine Güte, hä. So Kleinigkeiten drängen mich irgendwie auf, weil das kann ich nicht leiden. Vor allem, wenn du da auch noch volle Pulle rennst, siehst du das gar nicht. So, Moment, gibt's hier irgendwas? Boah, ich könnte echt eine Taschenlampe gebrauchen, ne? Entschuldigung. Und zack, jawohl. Verschlug ich mich doch, tatsächlich. Unglaublich. So. Scheiße ist, wenn man husten muss, kann ich mich nicht muten, aber bald ist ja das anders. Ich freue mich ja schon auf mein neues Mikrofon. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Waffe. Endlich Taschenlampe. Das wurde aber auch mehr als Zeit, Freunde. Jetzt brauchen wir nur noch einen Revolver, Schrotflinte, wäre mir natürlich lieber. Was ich schade finde, pro Level, Level, man kann es ja nicht wirklich Level nennen, verliert man seine Waffen, finde ich total beschissen. Oh, Kacke. Vergiss es, Leute, vergiss es, wir können nichts ausrichten gegen die. Wir haben keine Waffe. Na toll. Oh mein Gott. Das bringt ja gar nichts. Wenn ich den in den Schatten wegmache, hauen sie mich ja trotzdem. Nee, vergiss es. Wie funktioniert das? Ja, mehr können sie eh nicht machen, ne? Ey, what the hell? Leute, was soll denn das für ein Scheiß gerade sein? Ich krieg doch never den Generator an, während die... Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich. Aber ich hatte keine Wahl. Ja, aber... Wie ist denn das schaffbar, bitte? Die sind ja voll viel. Das kann doch gar nicht gehen. Wie soll ich denn da rechtzeitig den Generator anmachen? Das... Boah, ich probiere das jetzt, aber ich glaube kaum, dass das möglich ist. Das gibt's nicht. Komm schon. Nee, komm, Leute, das kann nicht gehen. Das kann gar nicht gehen. Das kann mir keiner erzählen. Wie soll das funktionieren? Ja, toll, was bringen mir Batterien, Alter? Das bringt mir gar nichts. Versteht das Spiel das nicht? Ach du Scheiße. Freunde, das kannst du knicken. Ja, komm. Schieß die ganze Zeit auf mich, ey. Ihr verfickten Penner. Nee. Das finde ich wieder mal scheiße hier. Wie soll das denn gehen? Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe. Oh Gott, ich hasse solche Checkpoints, wo immer wieder der gleiche Dialog abläuft. Boah. Die sind ja richtig zum Kotzen, solche Checkpoints. Freunde, wie soll das gehen? Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, wie soll es funktionieren? Nie im Leben macht man schnell genug den Generator an. Ach komm, ey, die Kackbatterien. Nee, das kann gar nicht gehen. Wie soll das gehen, Freunde? Erklärt's mir. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich renne einfach weiter. Das bringt ja gar nichts. Willst du denn da den Generator machen? Da vorne ist Licht, aber ich glaube, da schaffe ich nicht mehr dahin. Nee. Boah, wie kann man nur so lame rennen? Das ist unmöglich, ey.
Der Typ ist sowas. Einer der schlechtesten Helden in allen Spielen ist Alan, wirklich. Das ist so lame. Richtig lame, der Typ. Selten eine größere Kackfigur gesehen als den Typen, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie man so beschissen rein kann. Und auch noch verdammt unlogisch. Kann mir doch keiner erklären, dass wenn er Angst hat, dass er dann die Kondition verliert. Und vor allem noch 3 Sekunden? Nach 3 verschissenen Sekunden keine Kondition mehr? Was ein Lappen. Ey, renn doch, ey. Beschissener Lappen. Oh, fuck, regt mich das Spiel manchmal auf, ey. Wie so ein kleiner, erbärmlicher Vollidiot, der einfach nichts kann, wirklich. Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Na, wenigstens kann er mehr als du, du Lappen. Ohne Scheiß, Gott. Da regt mich auf, der Typ. Sorry, aber ist so. Das ist unlogisch. Wie kann man nach 3 Sekunden keine Kondition mehr haben? Selbst der schlimmste Raucher kriegt das nicht hin. So, nimm die Taschenlampe aber schnell jetzt. Geht doch. Okay, gut. So, sonst ist hier nichts mehr, ne? Ne, gut. Boah, ich bin echt gespannt, was auf der Farm auf uns wartet. Sicher nichts Gutes. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Ich glaube nicht mal, dass es Barry ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist hundertprozentig Barry, ich hab's richtig im Gefühl, das ist wer anderes. Oh Scheiße, und das jetzt? Ich versuche jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Oh ja, das ist der Typ schon wieder. Ich habe das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Ja, ganz zu Beginn. Ein Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Oh, da sind wieder Bären fallen, da müssen wir aufpassen. Was hat der gepflastert? Mit dem Bärenfallen hat er den Weg gepflastert, damit wir den richtigen gehen, oder was? Ich glaube ja, ne? Na, dann gucken wir mal. Ja, Kontrollpunkt erreicht, ist schon mal sehr schön. Oh ja, da vorne ist Licht. Ich liebe Licht. Licht ist das Geilste in dem Spiel. Oh Gott, das sieht wieder so nach Gegner aus. Ich hasse das. Wir bekommen Munition, haben aber keine Waffe. Das ist natürlich extrem sinnvoll. Was ein Scheiß, ne? Ach da, oh. Ich hab's ja nur übersehen, da ist er. Sehr schön. Ich hatte eine Waffe da gelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. Na, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, mein lieber Alan. Du, der nicht laufen kann. Weil er ja so wenig Kondition hat, nicht wahr? Unglaublich. Deswegen renne ich auch die ganze Zeit normal, weil das sonst ja nichts bringt. Weil der Lappen ja sonst nicht rein kann. Die, was da immer die ganze Zeit schießen, sind wohl das Unsympathischste im ganzen Spiel. Mal abgesehen von der Kondition. Die scheiß Mobs, so ähnliche gab es auch schon mal in Resident Evil 4. Das ist einfach nur sowas von unsympathisch. Boah, fuck ey.
Ohne Mist, sowas von unsympathisch, die Mobs hier. Ich nenne in jedem Spiel die Gegner Mobs, keine Ahnung warum. Ach meine Fresse, wie viele denn noch, ey? Rennst unter dem scheiß Licht, du Lappen. Ja, lame, da kann man nicht rennen, ey. Boah, fuck, Leute, das Spiel regt mich so auf teilweise. Ich hasse diese Schattenfiguren und man stirbt auch so schnell. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Ja, ja, dann war es auch nicht der Barry, 100% nicht. Ich hab das so im Gefühl, dass es nicht der Barry ist. Das ist klar wie Klosbrühe. Und meine Mutter telefoniert schon wieder in einer Lautstärke, die unglaublich ist. Fuck. Scheiße! Wo ist das? Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Vermutlich der gute Alan schreibt sowas. Ach du heilige Scheiße, liebe Freunde. Ich dachte, das wäre der Barry, was da oben so schreit. Aber ich bin froh, dass es nicht er ist. Aber wo ist er überhaupt, falls er überhaupt noch lebt? Das ist die Frage der Fragen. Oh Scheiße, was ist hier los? Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen.